Ja? Die route. Die ganze route. Woher kommen Sie? Ich komme aus Leipzig, also Mitteldeutschland. Was? Aus Leipzig. Seht ihr das? Ja. Leipzig. Und dann nach Dresden, Prag, Wien. Ljubljana. Und wo gehen Sie jetzt? Nachher weiter nach Triest. Triest. Und dann nach, nach Venedig. Und weiter bis nach Neapel. Und dann Palermo und rüber nach Sizilien. Und wann haben Sie begonnen mit diesem Spaziergang? Vor 4 Wochen. Und warum machen Sie das? Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Am 16. August habe ich Geburtstag. In wie viel Jahr haben Sie? 75. Sie sind sehr brav. Bravo! Wenn jemand mal nicht versteht, dann macht man so. Die Polizei auch, ja, muss so gemacht. Wie viele Kilometer machen Sie am Tag? Bis 50. 40, 50. 30. Das ist hier alles zusammengerechnet. Hier. Ich habe ein großes Paket nach Hause geschickt, gibt's, als vor ein paar Tagen. Also, was heißt Wintersachen hier, die dicken Sachen, alles nach Hause geschickt. Großes Paket. Leicht, das ist schön leicht. Tja. Der Sport macht doch gerade gesund, wenn man erst dabei ist. Die ersten 4 Wochen. Haben Sie verstanden? 4 Wochen, ja? Die gehen ein bisschen schwer. Da muss ich dran gewöhnen, erst der Körper, der Organismus, die ganze aufgebaut werden. Das ist nicht Ihre erste Tour-Reise? Nein, meine sechste. Sechste? Ich habe die Tour de France mitgemacht schon. Das heißt, also in Frankreich, Tour de France. Tour de France. Habe ich hier abgelaufen, auch schon. Überall lang. Ja? Fuhr 1999. Haben Sie keine Angst? Nee. Also Deutschland, das heißt Germany. Dreimal umlaufen. Immer ring. Dreimal schon. Und wie viel Zeit haben Sie für das gebraucht? 100, immer 100 Tage, immer 5000 Kilometer. Einmal zu meinem 60. Geburtstag, 65. Geburtstag, 70. Geburtstag, immer durch Städten laufen. Und habe auch eine Frau zu Hause, 47 Jahre verheiratet. Sie hat keine Herzschmerzen über sie? Ja, die hat mir heute Morgen wieder berichtet. Bei uns zu Hause machen sie eine große Zeitung auf von mir. Ganz große Zeitung. Ganz vorne auf dem Titelblatt vorne. Verstanden? Wunderbar. Ich habe ein wunderbar mit denen. Und es ist nicht kalt? Nicht ja. Kalt. Ich habe... Und wenn es regnet? Und alles wasserdicht. Das ist eine Autoplane. Also das heißt, vom Auto eine richtig gute Plane. Und dann nochmal Zeltplan, also vom Zelt innen drin nochmal. Wunderbar. Naja. Haben Sie das allein gemacht? Alles Eigenbau. Ah. Und dieser Mann hier, der dieses Buch geschrieben hat, der hat dasselbe auch gemacht vor 200 Jahren. Das ist ein Syrakus-Spaziergang nach Syrakus. Das ist das, ich glaube, das Buch ist original von dem. Sie haben das gelesen und dann... Das habe ich studiert, nicht gelesen. Hier, zum Beispiel. Über
Hier überall angezeichnet, überall. Da ist das Jubiläum drin, auch hier. Das hat mich fasziniert. Ja, verstehen, ja, fasziniert, ja? Müssen Sie schon gehen, oder? Was, können Sie noch sprechen ein bisschen? Ja, ich muss hier nur so warten, bis es dunkel ist, bevor ich mich hier irgendwo hinlege. Irgendwo sitzt du plötzlich auf der Wiese hier vorne so. Zuck, zuck. Schlafen. Schlafe ich überall. Wenn Sie wollen, können Sie auch mit mir gehen. Bei euch? Ja. Habt ihr zu Hause hier? Ja. Aber weit weg, was? Wie? Ist das weit? Nein. Was? Cedalec. Nein, es ist Ihre Direktion. Hier runter? Ja, es ist in Direktion und dann von da, Sie gehen nach Triest. Ja, ich muss doch so hier runter, das wäre mir gar nicht so übel. Dann brauche ich nicht zu suchen überall hier. Dann kann ich doch gleich, das wäre gar nicht schlecht. Ich bin nicht dagegen. Gehen Sie mit uns dann. Ja. Wie weit ist es? Wie weit ungefähr? Wie viele Kilometer? Es ist, ich glaube... 15. Wie viel? 15. 15 Kilometer? 10. 10? 10, 15. Können wir nicht machen. Und das ist Richtung Triest? Ja. Das wäre ja nicht schlecht. Das wird jetzt aber zu spät. Aber Sie können auch mit dem... Das wäre ja hier, der wäre ich disqualifiziert. Das können wir nicht machen. Wie viel Uhr gehen Sie noch schlafen? Ja, normalerweise um 19 Uhr. 19? Ja, wäre normalerweise, aber ich will heute Abend auch nicht mehr weiter durch hier. Ich will nicht mehr weiter. Ich glaube jetzt... Irgendwo. Schade, dass Sie können nicht mit uns gehen. Ja, schade. Aber bloß das ist zu weit, das haut ich hin. Ja, das ist gut, dass wir haben die gestoppt, weil da ist nur Stadt. Und hier ist das schön. Ist die letzte Gras hier. Hier jetzt? Ja. Daher nicht mehr? Nein. Ja, mehr, nur mal. Stadt. Nur so schon. Ja, tu je autocesta. Also wir sind jetzt tako. Hier. So weit schon? Ja. Aha. Das war Leibach Autostrade. Ljubljana ist eine kleine Stadt. Ja. Ist nicht so groß, ne? Nein. Aber Maribor ist also größer, was? Maribor? Nein. Auch nicht größer. Auch nicht größer. Ja. 10 Kilometer und Stadtende. Ach, wie viel? Ja. 10 Kilometer? 15. Ja, damit habe ich gerechnet. Wir wohnen hier. Bresowice. Das ist aber schade. Das ist schade. Weil gerade durch die Stadt durch. Das ist immer so eine. Ich weiß nicht, da, die. Nein, Ljubljana ist kein Problem. Kein Problem. Immer gerade. So. Nicht immer fragen eine Person. Ja, aber ich viele habe. Viele Leute sprechen Deutsch. Ja, ich habe immer so eine Karten dabei hier. Und den frage ich immer. Mache ich immer so. So. Ja. Oder so. Kann sie fahren, Auto fahren? Ja. Wir beide gehen hier durch. Oder wir beide, ist egal, kann auch mitkommen. Wer gut laufen kann. Laufen mit Sie? Nicht laufen, richtig normal. Normal? Normal gehen. Dann bin ich schon durch, dann würde ich machen. Heute? Heute, sofort. Sofort? Sofort. Der lullet morgen mit, prüfen Sie schnell noch. Das ist gut. Bravo. Ich komme durch die Stadt durch. Ich komme da schön durch. Das ist wichtig. Sonnen ist schön. Die ist bald weg. Ja. So, und die macht sich das Auto. Ja, und dann können wir auch ein bisschen wechseln. Auch ich kann ein bisschen gehen. Gut. Stopper zu laufen.
Sie brauchen keine Hilfe, ja? Ich brauche keine Hilfe. Tisti večer je med potjo povedal ogromno enih pametnih stvari. Med drugim se spomnim, da je rekel, da ljudi deli na dve skupini. Na tiste, ki verjamejo, da zmorejo, in na tiste, ki ne verjamejo. Med potjo sem si tudi sama obljubila, da v življenju nikoli več ne rečem, da se mi kaj ne da. Ja, valjda, da na to še prevečkrat pozabimo. Ampak zdaj mi je pa dal spet enega zagona in poguma tudi. Potem, ko smo se rešili v mestu, se je Dejan odpravil po kolo na Prule in se nama pridružil na Jamovi, na Viču. Hodimo, hodimo, pridemo do table in Egon v svojo beležko zapiše Brezovica. Tisti večer se je stuširal prvič po 14 dnevih. Pojma nimate, koliko je bil vesel. Hiža je tisti večer oživela, Dejanovi starši so bili še budni in vsi smo se v tisti polomljeni nemščini pogovarjali, zihar vsaj še do enih. Potem je šel spat v svoj voz na dvorišče, rekel je, da ne bo spal v hiši, ker bi se drugač diskvalificiral. Zihar si je še do kakšnih dveh zapisoval misli v svoj zvezek. Zanimivo. Običajno pa je hodil spat ob sedmih. Zbujal se je ob štirih, da je nadaljeval pot in da je naredil veliko kilometrov še pred največjo pripeko. Šesti april 2007. Točno eno leto po našem srečanju sva prejela njegovo pismo. Tretji dan hoje po Siciliji je od sina izvedel, da mu je dan prej, torej 13. maja, umrla žena. Obrnil se je proti Palermu in dan pozneje je že bil sinom v avtu na poti v Leipzig. Pravi, da mu je še vedno hudo, ampak da tako pač mora biti. Piše še, da trenutno ne planira nobene daljše ture, da pa gre pogosto s svojim jorkširskim terjerjem, s katerim zdaj živi, do 20 km oddaljenega Kreisstadta. In takrat vedno sabo vzame tudi svoj voz. Und Egon, du hast mich fasziniert. Verstehst du fasziniert?